Ja, hallo meine Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu einem weiteren Chaos Impact Kartenspoiler. Im letzten Video haben wir über die Hakai gesprochen, beziehungsweise deren Monster, und heute werden wir über die Hakai sprechen und deren Link-Monster. Beim letzten Mal habe ich ja schon gesagt, die haben wirklich mega geniale Artworks. Und beginnen werden wir mit Haikashin Ragia, den natürlich auch hier eingeblendet wird. Und dann seht ihr diese Artworks, also ich finde die mega genial. Vor allen Dingen bei dem zweiten, dazu kommen wir dann aber auch gleich. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal hier mit den ersten. Dies ist ein Link 2, Finsternis Unterweltler Monster mit den ATK 1800. Seine Link-Pfeile hat er einmal nach oben und gerade nach unten. Bei dem Material braucht ihr zwei Monster, darunter ein Haikashin Monster. Und ihr könnt jeden ihrer Effekte nur einmal pro Spielzug aktivieren. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall dieses nachholen, weil da spreche ich auch nochmal deren Mechanik an. Ich kann es jetzt ja nochmal kurz anschneiden, und zwar möchten sie sich selbst zerstören, also deren Kleinmonster möchten sich quasi selbst zerstören, um andere aufs Spielfeld zu bringen. Und sie möchten quasi Monster vom Gegner wählen, diese dann quasi als Material mit für ihre Linkmonster weglinken. Kommen wir jetzt auf jeden Fall erstmal zu dem ersten Effekt dieses Linkmonsters. Während der gegnerischen Mainphase, Schnelleffekt, du kannst ein als spezial beschworenes Monster vom Gegner wählen. Und direkt nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, Link beschwöre ein finsternes Link-Monster, außer halt Haikashin Ragia, verwendet dann nur diese Karte und die gewählte Karte als Link-Material, was wie eben angesprochen die Mechanik dieses Deck ist. Dann kommen wir zum zweiten Effekt. Wenn diese Karte durch einen Kampf oder Karteneffekt zerstört wird, du kannst ein Unterweltler-Monster in deinem Friedhof wählen, außer Haikashin Ragia, und das dann deine Hand hinzufügen. Wie eben schon angesprochen, deren Mini-Monster quasi zerstören eigene Monster, also eigene Karten, um sich dann aufs Spielfeld zu bringen. Und wenn man zum Beispiel den Haikashin Ragia wählt und den damit zerstört, könnt ihr direkt seinen Effekt triggern und eine von euren Monstern, also Unterweltler-Monstern in eurem Friedhof wählen, den dann eurer Hand hinzufügen. Also ihr seht, ihr habt auf jeden Fall durch diese ganzen Zerstörungseffekte keine Nachteile, weil sie quasi bei den großen Monstern Vorteile mit sich bringen. Und auch bei den kleinen könnt ihr, wenn sie durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden, andere Monster von eurer Hand oder euren Deck spezial beschwören. Ich muss ehrlich sagen, ob dieses Deck auf jeden Fall in die Meta kommt, weiß ich nicht. Aber ich denke, sie hat auf jeden Fall einiges mehr Potenzial, als ich erwartet habe. Dann kommen wir zum zweiten Link-Monster, und zwar Haikashin Arba. Dies ist ein Link 3, Finsternis Unterweltler, mit den ATK 2400. Also quasi eine Stufe über den Ragia. Und die hangeln sich, wie gesagt, mit gegnerischen Monstern immer weiter mit ihren Link-Monstern nach oben. Dann zu ihren Link-Pfeilen, und zwar habt ihr einmal nach gerade oben den Link-Pfeil, rechts unten und links unten. Dann zu dem Link-Material, was ihr für diese Karte braucht, und zwar zwei Monster und darunter halt ein Haikashin-Monster. Dies wird auch die letzte Karte sein, die, sage ich mal, nicht generisch ist. Das Link 4-Monster, also deren Boss-Monster, ist generisch, aber da kommen wir dann gleich zu. Jetzt zu den Effekten. Dort könnt ihr jeden Effekt nur once per turn aktivieren. Bei dem ersten Effekt, du kannst ein offenes Monster, was dein Gegner kontrolliert, wählen. Direkt nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, Link beschwöre ein finsternes Link-Monster außer Haikashin, aber verwende diese Karte und die gewählte Karte als Material. Dann kommen wir zum zweiten Effekt, der eigentlich genau der gleiche ist wie bei Ragia. Wenn diese Karte Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird, könnt ihr einen Unterweltler in eurem Friedhof wählen und den eurer Hand hinzufügen. Dann kommen wir zum dritten und letzten Link-Monster, was natürlich auch wie immer hier eingeblendet ist. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu den Artworks sagt. Ich finde, die sehen mega gelungen aus. Dieser ist quasi eine Kombination zwischen Arba und Ragia. Und sein Name ist Hakai Shu Oshin Raigu. Also ich finde den Namen irgendwie mega cool. Und der ist immerhin mal ein bisschen besser auszusprechen als bei Ragia und Arba. Aber ich finde, alle Namen von denen gehen eigentlich klar. Aber dennoch, wenn man sie das erste Mal liest, sind sie ziemlich schwer zu lesen. Aber schreibt mal eure Gedanken zu den Artworks und zu den Namen in die Kommentare, weil das wird mich mal mega interessieren, was ihr so von diesem Thema haltet. Machen wir jetzt aber weiter mit diesem Link-Monster. Dies ist ein Link 4, Finsternis Unterweltler mit ATK 3000 und wie gesagt das Boss-Monster der Hakai. Bei den Link-Pfeilen habt ihr einmal den Link nach oben in der Mitte, nach unten in der Mitte, nach rechts unten und nach links unten. Also eigentlich quasi ein Standard für den Link 4, was die Pfeile angeht. Dann kommen wir noch zu den Materialien, und da ist er diesmal generisch, weil er kein Haikashin-Monster braucht. Und zwar braucht ihr dafür zwei Monster und darunter ein Link-Monster. Heißt, den könnt ihr auch in jedes andere Deck einbauen. Und er hat nochmal so einen Effekt, der auch einigermaßen generisch ist. Kommen wir jetzt auch direkt zu den Effekten. Und jeder dieser Effekte ist once per turn. Bei dem ersten Effekt, wenn eine Karte auf dem Spielfeld durch den Karteneffekt zerstört wird, außer durch Hakai Shu Oshin
Ragio, du kannst eine Karte auf dem Spielfeld wählen und sie zerstören. Ist leider ein Wähleffekt, aber dennoch auch für eure eigenen Monster, die ihr dann zerstören könnt, triggert das natürlich Effekte. Und wenn der Gegner, ja sag ich mal, keine Negates gegen Targets hat, also Target-Effekte, ist das natürlich auch nochmal ein cooler Effekt, um das gegnerische Board ein bisschen zu zerkleinern, sag ich mal. Bei dem zweiten Effekt haben wir auch einen generischen Effekt, und zwar, wenn ein anderes Monster auf dem Spielfeld durch einen Kampf zerstört wird, du kannst eine Karte auf dem Spielfeld wählen und sie zerstören. Und dann bei dem dritten Effekt, den ich so mit am favorisiertesten finde, und zwar könnt ihr während der Endphase eine Karte auf dem Spielfeld wählen und sie zerstören. Also in jedem Effekt ist quasi das Wählen und Zerstören dabei, was unter anderem auch generisch ist und natürlich eure Hakai-Effekte triggert, wenn sie zerstört werden. Das war es auch soweit zu den drei Link-Monstern, die wir bei den Hakai-Monstern dazu bekommen. Also bei unserem ersten Support im Chaos Impact. Mal schauen, was bei den weiteren Sets noch dazu kommt. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr bis jetzt zu diesem Thema hält und vor allem, was ihr zu den Artworks sagt, beziehungsweise allgemein zu dieser Mechanik. Ich finde sie ziemlich interessant, gegnerische Monster wegzulinken, was aber auch ziemlich hinterhältig ist. Und mal schauen, wie das dann so in der Meta einschlägt. Und sagt auch gerne mal, was ihr von dem Format momentan haltet und was wir verbessern können. Ich mache es ja jetzt gerade, sag ich mal, eher improvisiert, da ich den Uploadplan ändern musste und deswegen mehrere Kartenspoiler kommen. Ich habe das jetzt hier auch, sag ich mal, auf die Schnelle alles recherchiert, die Karten übersetzt, um euch die dann quasi zu präsentieren. Und dennoch macht es mir mega Spaß zu recherchieren, welche Effekte bzw. Mechaniken verschiedene Deckthemen haben, die jetzt noch so rauskommen. Beim nächsten Mal, bzw. beim nächsten Kartenspoiler, werden wir dann das Deckthema Traumspiegel etwas mehr beleuchten, bzw. deren Support, was wir mit Chaos Impact bekommen. Und da sind wirklich viele Karten dabei und Karten, die für dieses Thema definitiv gefehlt haben. Deswegen würde ich sagen, schaltet auf jeden Fall auch wieder beim nächsten Mal ein. Ich bin jetzt auf jeden Fall für heute raus, wünsche euch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Ciao und tschüss.